Electronic Arts präsentiert eine Visual Games Produktion. Dead Space 2. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, später. Schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell ich kann. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören, Isaac? Isaac, können Sie mich hören? Xena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut. Langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Ach. Du Scheiße. Ja, das sind diese Mikromos, die wir eben da in der Vorschau schon gesehen hatten. Nicht gerade sehr freundliche Kreaturen, also begegnen ungerne. Und hässliche Fresse haben die auch. So, was muss ich, kann ich schon irgendwie was machen? Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Ich hau erstmal ab hier. Ich spüre übrigens mit dem Controller. Also nicht wundern, wenn hier irgendwie was mit LB oder A oder sonst irgendwas steht. Scheiße, da lang. Ja, ich versuche aber meinen Arsch zu retten hier. Das sind aber hässliche Viecher. Was muss ich drücken? Ach, ich drücke A. Bevor ich vergesse, Hinweis, das Spiel ist ab 18, also alle, die noch unter 18 sind, bitte wegschalten. Möchte ich zumindest darauf hingewiesen haben. So, hier haben wir schon den ersten Speicherpunkt, die erste Speicherstation, wie das hier im Spiel heißt. Und nicht wundern, wenn ihr das hier steht, Kapitel 1. Ich habe natürlich kurz vorhin ein bisschen angespielt, um zu gucken, wie das hier mit dem Ton und alles ist, ob das alles ungefähr passt. Und ja, deswegen ist dieser Kapitel ganz kurz entstanden. So, ich überschreibe den jetzt natürlich, weil den brauchen wir ja nicht mehr.
So, ab hier dann auch wieder alles blind. Und ihr habt richtig gehört, blind, weil ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Schade. Oh. Okay. Kann ich gehen? Ja, ich kann gehen. Ja, ich glaube, die sind tot. Okay. Okay, wo muss ich lang? Habe ich erwähnt, dass das Spiel ab 18 ist? Aha. Ja, gesäubert müsste mal wirklich hier werden, weil, ne? Ganz schön was los hier. So, was haben wir denn Schönes? Kann ich irgendwas angucken? Nein, kann ich nicht. Muss ich hier lang? Kann ich... Na lecker! Ja, sieht nett aus und sein Bein sieht auch nicht so gesund aus, würde ich mal sagen. Kann ich mir das angucken? So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Es war nur ein Splitter. Nur ein Splitter. Aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss. Sittel 158. Aha. Okay, also anscheinend ist das hier irgendwie... Okay. Da ist verschlossen irgendwie eine Klapse oder sowas zu sein hier. Aha. Das hat man, glaube ich, schon gehört. Hi. Möchte ich hier lang gehen? Kommen Sie mal, Herrn Vier. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Herr. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist tot. Sie ist tot. In dem Band spinnen Sie dein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Ist das der Typ, der, den wir gerade im Video gesehen haben, der, Ich werde sie nicht mehr brauchen. Okay. Der hier gerade so scheiße zu diesen, Strauss, oder wie hieß er? War das der? Ich glaube, das war der Typ, ja. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Nein, nein. Oh.
Ja, wieso nicht? Kann ich denen irgendwie was noch abnehmen oder so? Oder kann ich überhaupt irgendwie was machen? Nee. Okay. Ja, wenn das gewesen ist, dann würde ich mal sagen, das. Clark! Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Okay. Und woher weiß ich jetzt, wo die Route ist? Kann mir das mal einer verraten? Bitte? Bitte, bitte? Nicht? Aufzug kann ich. Okay. Ich kann nicht entscheiden, ob oben oder unten. Ist wahrscheinlich auch besser so, nicht, dass ich mich hier noch verlaufe. Oh. Warum war das klar? Will ich hier wirklich hier rein? Und halte. Ja, welches ist es? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Was war das? Was zum Teufel war das? Ja, ganz gesund sieht der auch nicht mehr aus. Und ich will ja nicht rein. Was? Was? Ach, ziehen. Okay, das mache ich schon. Okay, Kritzeleien. Und ziemlich hässliche Kritzeleien. Ja, die alte ist auch tot. Was war das? Was war das? Alter, ich will hier nicht rein. Okay, wir haben es 12 Uhr. Ach so, jetzt sind wir hier unten. Ah, da oben hat der Typ sie aufgeschlitzt. Okay, hier sind wir also. Gibt's hier irgendwas? Ein Audio-Log. Drücke irgendwas, um es abzuspielen. Okay, nein, ich will nichts abspielen. Alter Scheiße. Okay, hier ist ein Speicherpunkt, den nutze ich gleich mal. Speicherpunkte, immer. Oh, na egal. Speicherpunkte sollte man immer nutzen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Okay, das ist das. Funktioniert. Wegen Dingens. Kann ich hier irgendwie versuchen? Das Ding abzuhören? Irgendwie? Gesunde, bla 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 bla. Ah. Ja, okay, ich wollte aber eigentlich wissen, wie ich das abhören kann. Inventar, Mission, Datenbank. Okay, was ist. Das kann ich jetzt alles noch freischalten oder was? Okay. Ja, weiß ich nicht, wie ich das hier machen kann. Tobi jetzt. Das hier? Franco?
Franco, was ist passiert? Oh Gott! Isaac! Isaac Clark! Wenn Sie mich hören können, dann fliehen Sie! Ja, habe ich gerade vor mit. Ist da was? Nee. Habt ihr gerade diesen Schatten gesehen? Ein bisschen Mikromorph? Will ich wirklich in dieser engen Scheiße sein? Nein, will ich nicht. Alter, ich will hier nicht sein. Lass mich hier raus. So eine Scheiße. Ich will auch nur überleben. Lass mich leben. Ja. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Mag zwar sein. Wo muss ich denn? Kann zwar sein, dass da was faul ist, aber ich würde mal behaupten, dass das eben momentan unsere einzige Chance ist und muss ich damit jetzt irgendwas machen? Ach so, hier. Ach so, hier geht's. Mensch, lass mich nur reden, blöde Kuh. Geht's hier gar nicht jetzt raus? Ach, das ist eine Scheibe oder was? Okay, den geht nicht kaputt. Hat er sich bewegt? Kann ich hiermit irgendwas machen? Okay. B, um Objekte zu packen. Zielen ist damit und... Ah! Damit kann ich jetzt wahrscheinlich die Scheibe durchballern. Ah! Ah! Hilfe? Kann ich abhauen? Kann ich abhauen? Lass mich bitte abhauen. Lass mich bitte, bitte, bitte. Kann ich schnell irgendwas? Kann ich irgendwas nehmen? Kann ich irgendwas nehmen? Kann ich irgendwas nehmen? Verpiss dich! Kann ich hier irgendwas nehmen? Kann ich hier... Hilfe! Ah, 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 ah! Nein, Hilfe, nein! Nein, ich bin tot. Halt die Fresse, blöde Kuh! Ja, relativ früh gestorben das erste Mal. Scheiße. Kann ich das Ding, was ich gerade durch die Scheibe geballert habe, kann ich das eventuell auch nehmen, um das Viech zu killen? Stimmt, weil sonst... Also ein Schrank gegen den Kopf knallen hat jetzt nichts gebracht, wie ich das gesehen habe. So, wie war das so? Dann nehme ich das auch gleich wieder auf. Kein Bein. Wo ist das? Wo ist das? Oder liegen... Ach, hier liegen noch welche? Ja, ach so, hier liegen noch welche. Ah. Scheiße, ich dachte, was wär's jetzt? Komm zu Papa, komm. Nein, daneben! Scheiße. Nochmal daneben. Nein. Nochmal! Noch einer? Alter Schwede. Also ich nehme jetzt einen mit, das ist
ist mir ja zu unsicher hier. Ne, hier ist keiner mehr. Ruf ich mal den Fahrstuhl? Ja, rufen. Mach doch. Ach, ich muss natürlich vorher loslassen. Das Ding nehme ich natürlich mit. Was ist das? Medipack. Ah, wunderbar. Drücke B. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Das ist gut. Das Ding behalte ich. Das ist meine Waffe. Hallo? Wo muss ich hin? Okay, da lang kann ich mich hier noch umsehen. Würde ich mich hier umsehen? Scheiße. Ich brauche aber wieder. Da ist er. Gut. Nochmal. Mensch, klappt doch. Oh. Ach, wenn man die verprügelt, dann kriegt man da was. Ah. Kann ich den mitnehmen? Ne, dich nicht. Kann ich den mit? Natürlich nicht. Ich hoffe, das war's jetzt. Wenn nicht, dann sind wir... Oh, nicht geliefert. Gut, ich hab was gefunden. Was ist das hier? Okay. Ich bin der kleine Eisel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Du halt jetzt die Fresse, du nervst, du alte blöde Kuh. Okay, hier liegt einer, der ist aber tot. Muss ich hier lang? Ja. Öffnen, ja. Der lebt doch bestimmt noch. Also, jetzt sind wir jetzt nicht mehr. Huch. Nee, das will ich nicht. Ich möchte gerne das wieder haben. Krieg ich bitte mein Stäbchen wieder? Krieg ich bitte mein Stäbchen wieder? Ich möchte mein Stäbchen wieder haben. Nicht das! Dann nicht. Kann ich das nehmen? Er lebt da bestimmt auch noch. Okay, das war nur der Rollator. Hat er gerade eine Hilfe gerufen? Oh. Huch. Hat er gerade eine Hilfe gerufen? Hä, wo ist er denn? Ja, ja, ich höre dich, aber keine Ahnung, wo du bist. Was ist der da hinten? Nee. Was zum Henker machen Sie da? Hallo? Hallo? Oh Gott, bitte tun Sie doch etwas! Was heißt der hier? Schreist du hier rum? Ich weiß es nicht. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Cutter? Oh Gott! Oh, Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Scheiße! Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Ja. Was kann ich machen?
Huch. Im ersten Teil weiß ich noch, dass man immer auf Dingens machen muss, auf die Gliedmaßen, nicht direkt auf den Körper, das bringt nämlich nichts. Und da geht mir ganz richtig auf den Sack. Oh, Kopf ab, hast du davon, Arschloch. So, Mensch, dann sind wir ja richtig gerüstet. Können wir jetzt ja loslegen. Mal schnell nachladen. 10 Schuss allerdings nur. Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Ja, okay, sie hat es gerade nochmal gesagt, aber wie gesagt, das wusste ich ja vom ersten Teil schon. Dass man die, wie sie gerade meinte, zerstückeln muss. Sprich Arme, Beine, Kopf, alles sowas. Das tötet die Viecher. Huch. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Kann ich hier irgendwas finden? Nein, kann ich nicht. Wenn ich jetzt auf normale Typisiro drauf trample, kriege ich auch. Kriege ich von denen auch was? Nee, leider nicht. Hätte ja sein können. So. Machen wir einmal Speichern nochmal. Öffnen, ja bitte. Okay. Da hinten brennt, da komme ich anscheinend nicht weiter. Nee, da komme ich wirklich nicht weiter.